Hey, yo-ho! Welcome to a new vlog. My girl Aline and I, we're doing a 450-kilometer backpacking trip. First day, 250-kilometer. Second day, 80. And then 120. It's gonna be a headwind journey because there's going to be a storm. And we are riding towards the storm, so not getting any comms and being really, really slow, fighting against a headwind. Why are we doing this? So basically, we just want to go for a swim in the sea. So we're going to pack the bikini. And we both love a good girls trip. The vlog is going to be in German. So turn on subtitles and enjoy. Das ist nur Essen. 1 Kilometer. 20 Kilometer. Thank you, Nick. Safe im Dunkeln an. Yeah. Glaubst du, wir vergessen was? Das könnte ich mir gut vorstellen, aber wir haben Glück, denn morgen ist Donnerstag, oder? Wir können auch noch was einkaufen gehen. Ja, aber Essen ist ja genug am Start. Essen ist genug da. Kannst du da noch mal gucken? Das ist nur Essen. Ja. Boah, das ist schon ein gutes Kilo, ey. 1,2 oder so. Ja, ganz wichtig. Die Gels. Die Gels und die Riegel. Ich habe noch ein Taschenmesser dabei, falls wir noch einen Käse oder sowas brauchen. Und was auch wichtig ist, früher war es ganz wichtig, mittlerweile gibt es ja die Drehverschlüsse. Aber falls da ein Wein Pavinos. Denn so wie nur sein Schnee. Du musst auch noch Adiletten mit, oder? Also. Ja, fest und hart. Und rein. Ja. Ja. Erklär mir das nochmal ganz cool. Ja, die schweren Sachen unten rein. Ja, also damit ist man gut. Die Tasche sich nicht umknickt. Aufstehen morgen. Läuft bei uns. Und wir machen das freiwillig. Ja. Ja. Oh mein Gott. Die Sonne ist noch gar nicht aufgegangen. Ich glaube, ich bin so müde, dass ich noch nicht realisiert habe, dass ich müde bin. Guten Morgen. Wie fühlst du dich nach deinem ersten Einmann-Anschiss? Wunderbar, es ist jedes Mal wieder schön in der Bahn. Da habe ich den Spaß dran. Ja, das wird heute richtig tough, glaube ich. Gegenwind? Ja, fast 260 Kilometer. Schauen wir mal. Aber die Polvaletten sind doch irgendwo, oder? Ja, die bringen uns richtig nach vorne heute noch. Uns ist aufgefallen, was ich vergessen habe. Eine Brille! Verdammt, ich habe die noch schnell sauber gemacht und dann liegen gelassen. Wenigstens liegt sie jetzt sauber daheim. Nächster Halt, Aachen Hauptbahnhof. Planmäßige Ankunftszeit, 8.07 Uhr. Angekommen, aber erst in Aachen. Brille von Mr. Conti Road. Danke. Freust du dich aufs Meer? Ja. Ja, total. Ich habe auch so Bock. Wir müssen noch ein bisschen uns gegen den Wind ankämpfen. Ja. Noch ein paar Kilometer. 220 Kilometer. So, wir sind jetzt in Maastricht. Ja. Und jetzt gibt's Frühstück Nummer 3 für Ali. Ja, wir haben ja auch schon 10.10 Uhr. Ja. Wenn man schon seit 5 Stunden wach ist. Ja, ich kann auch wieder Hunger haben. Mittagessen. Holland ist, wenn die Fahrräder mit ins Café dürfen. Geil. Shout out to Fixed Gear Coffee.
mega geiles Café. Müsst ihr vorbeikommen, wenn ihr mal in Maastricht seid. Richtig cool, wie viele Leute auch auf dem Weg einfach mit dazukommen. Wir fahren jetzt schon wieder zu fünft. Richtig cool. Hi! Wir haben jetzt 70 Kilometer, oder? Ja, fast 80. Genau, Beine sind fein. Und jetzt machen wir uns ein bisschen locker nochmal. Dann geht's weiter. Wir fahren jetzt erstmal eine Weile am Kanal entlang. Ja. Es ist richtig heftiger Gegenwind, aber dafür geht es 0,5% runter. Oh, ich weiß nicht, ob man es hört, aber wir müssen ganz schön reinklotzen. Ja. Es gibt schon eine kleine Windklatsche hier. Thank you, next. Der fahren wir nicht lock. Wir fahren 20 km/h und ich bin Impulszone 3. Not worth it. Ja. Oh Mann. Der Wind könnte jetzt echt langsam mal drehen. Ja. Macht recht wenig Spaß. Es ist schon so ein bisschen frustrierend. Du ballst so übelst in die Pedale und alles, was bei rumkommt, sind 21 km/h. Na, danke dafür. Egal. Egal. In 2 Stunden gibt's was zu essen in Antwerpen. Und dann sind es nur noch 100 Kilometer. Easy. Easy. Wir haben gerade schon gehört, dass wir echt blöd sind, dass wir die Kanale die Richtung fahren. Aber das erklärt auch, warum niemand in unsere Richtung fährt. Wir wissen ganz genau warum. 10 Kilometer bis Mittagessen. Oder sagen wir Abendessen, ja, Nummer 1. Aber auf jeden Fall richtig Hunger. Ich auch. Boah, dieser Wind, dieser Kanal. Kann ich mir, ey. Boah, es ist so und krass. Ich kann es nicht mehr sehen so langsam. Ja. Es ist echt richtig heftig. Ihr versteht sicher alles. Ja. So, wir haben endlich unser Essen bekommen. Aber eventuell verstehen wir nicht, was auf der Karte stand. Also ich habe aus Versehen Chili und Kaviar drin. Ups. Aber Aline isst Kaviar. Schmeckt auch. Servus. Aline isst immer noch weiter. Es sind einfach noch 90 Kilometer. Glaubst du, wir kommen noch im Helm an? Nein. 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 Einfach nein. Menschen kennengelernt und jetzt bekommen wir frisches Wasser. Ja, und isotonische Getränke. Getränke. Wenn man so lange fährt, dass man nicht mehr reden kann. Ja. Und immer noch weiter muss. Ja, es eigentlich reicht es jetzt auch, ne? Aber wir müssen locker noch 3 Stunden. Ja, wir haben es ja gepostet. Ja. In 5 Kilometern haben wir die 200 und dann sind es nur noch 50. Yay! Yay. Wir kommen safe im Dunkeln an. Oh Mann. Aber wir haben Licht dabei. Zumindest hast du ein Vorderlicht und ich habe ein Rücklicht. No action without protection. Yeah! 2 Kilometer. Dann werden die Radwege geil. Yay! Yeah. 200! Sogar noch mit schöner Sonne. Geil. So
lange ist die aber nicht mehr da. So, und der Rest ist jetzt nur noch 49 Kilometer. Kopfsache, die letzten 50 Kopfsache. Meines Lebens. War eigentlich irgendwie ganz geil, ne? Ultra. Aber es waren die härtesten 200 Kilometer, die ich schon gemacht habe. Und wir haben noch 50 dran gehangen. Diese 70 Kilometer da im Kanal. Boah, der Kanal. Das war einfach nur der Tod. Ich habe ein Trauma. Ja. Ich glaube, wir hatten dauerhaft 40 km/h Wind. Ja. Mehr. 1000. 1000. 3000. Das war echt richtig heftig. Richtig reingeklotzt und trotzdem nur 21 km/h gefahren. Das war sau anstrengend. Und irgendwie war da ja auch einfach gar kein Ende mehr in Sicht. Mm-mm. Also man hangelte sich von Brücke zu Brücke und irgendwie endete es einfach nie. Boah, 250 Kilometer ist halt auch echt weit. Das ist echt weit, ja. Wie viele Stunden haben wir gebraucht? Fast 11. Ich saß noch nie so lange auf dem Rad. Ja, ich auch nicht. Also das war schon tough heute. Windklatsche. Ja. Tja, einfach gemacht. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, ja. Und auf dem Weg, es war so geil, dass so viele Radfahrer einfach vorbeikommen, mit uns mitgefahren sind. Und ja. Einfach ultra cool, die Fahrrad-Community ist einfach die coolste. Ja, das war echt geil. Und auch, dass es funktioniert hat, war auch richtig geil. Voll cool. Wir haben sogar Schokolade bekommen. Ja. Gott, das war der Lebensretter auf jeden Fall. Gott, ja. Das waren so nur so 25. Einfach so, ja. Noch so 25 Kilometer zu fahren und da gab es dann Schokolade. Das war richtig toll. Was war denn dein persönliches Highlight? Dass wir so tolle Begleitungen hatten. Mhm, das war echt cool, ne? Das war richtig toll. Ja. Das war so cool. Falls es zufällig jemand sieht, der heute mit uns gefahren ist, ganz viel Liebe geht raus von uns beiden. Wir schulden euch eine Pizza. Next time, wenn wir in die richtige Richtung fahren. Das machen wir auch immer nochmal. Mhm. Und dann schauen wir mal, wie lange wir da wirklich brauchen. Die gleiche Route, nur andere Richtung. Geil. Morgen. Schauen wir mal.